Vier Mann! Wir haben sehr intensiv trainiert, wir haben gut trainiert, wir haben das, was wir auch trainiert haben, heute teilweise gut umsetzen können. Wir haben einen sehr guten Test heute gehabt, haben auch verdient gewonnen und was mich auch freut, ist, dass man in so einem Spiel auch so junge Spieler mal einsetzen kann, um die besser zu sehen, und die haben es auch gut gemacht. Also wir können da schon auf gute Sachen zurückgreifen, dann denke ich mal in naher Zukunft, und das macht dann auch Spaß. Schön, den Markus wiederzusehen. Gute Erinnerung natürlich an Markus, freue mich. Deswegen hat mich natürlich gefreut, ihn wiederzusehen. Aber ja, im Testspiel selber konnte man natürlich keine Rücksicht nehmen. Das haben wir wirklich gut gemacht heute, und deswegen haben wir auch verdient 4-2. Natürlich ist es immer so, dass im Fußball ein Kommen und Gehen ist. In der Sommerpause mehr wie in der Winterpause. Leider haben uns Spieler verlassen, die eine sehr gute Runde bei uns gespielt haben. Muss man einfach sagen, mit Schleusen angefangen über Melem und die beiden Außenverteidiger Föhrenbach und Bader. Wir haben aber Leute dazu gewonnen, die einen guten Charakter haben, einen ähnlichen Charakter haben. Und das ist für uns wichtig, dass wir als Mannschaft auftreten. Das heißt, als Einheit mit einer Führungscrew, die ein Ziel hat. Und das Ziel ist einfach erstmal Spiele zu gewinnen, und alles andere sieht man dann, und die Mannschaft passt sehr gut zusammen. Bogenschießen war schon fast härter als die Spiele, muss ich ehrlich sagen, aber hat wirklich Spaß gemacht. Die Jungs haben mitgezogen und genauso sind wir auch die Testspiele angegangen. Ja. Gut gearbeitet, Torchancen rausgespielt, Torchancen genutzt und ja, wirklich defensiv natürlich auch strukturiert gearbeitet, so wie wir das immer wollen, und ja, wirklich eine gute Grundlage gelegt für die Saison. Ja, man kann nur das Lob an Weitring ausgeben, an die Belegschaft des Hotels, hervorragend, wie sie uns bewirtet haben, jeden Wunsch eigentlich erfüllt haben, auch die Zimmer, also was für mich immer wichtig ist, dass die Mannschaft auch nach harter Arbeit gut schlafen kann, die Betten, ein sehr, sehr guter Untergrund, dass man da auch nicht einsinkt, sondern wirklich schlafen kann, und muss sagen, der Platz hier war immer im Top-Zustand, die haben sich richtig Mühe gegeben, und deswegen kann man rundum gelungen sein. Grundsätzlich geht es dann natürlich darum, das ganze Kennenlernen zu intensivieren, hart zu arbeiten, eine Grundlage für die Saison zu legen. Und ich glaube, da haben wir wirklich einen guten Job gemacht insgesamt. Heute natürlich mit dem gewonnenen Spiel einen runden Abschluss gefunden. Aber es war wirklich eines der tollsten Trainings. Ja, und ja, ich hoffe, dass das natürlich ein gutes Rum für die Saison ist.